Und dann 83. Yes. Okay, freut mich, wie du noch vor dir hast. Ich freue mich auch riesig. Das Spiel hat ja vieles zu bieten und ich habe schon einiges gesehen, aber ich bin wirklich, wirklich froh, dass mich das Spiel noch einige Stunden unterhalten wird. Also dieses Spiel, wenn man nach der Definition von Bang for your Buck sucht, dann sollte dieses Spiel auf jeden Fall ganz oben landen. Das bringt mir nichts, hier zu sein, aber gemacht habe ich es trotzdem. So. Denke mal, das war alles. Ach, hier bin ich hochgekommen. Genau, das war durch diesen Waschkeller durch. Okay. Weiter geht's. Ach, hätte ich auch. Komm, ich glaube, ich hätte auch hier hochklettern können und dann von hier aus oben rein. Typisch. All right. Wieso ist alles blockiert? Das ist ja übel homophob. Kann ich nicht irgendwas. Kann ich das nicht irgendwie verschieben oder sowas? Das hier? Oder das hier? So ein Container wäre jetzt ganz nett. Aber so wie es aussieht, komme ich hier erstmal nicht hoch, weil so hoch kann selbst Eddie nicht springen. Okay. Dann schaue ich mal, was es hier gibt. That could work. Mehr Dunkelheit. Fucking great. Das könnte ich rausziehen. So, wieso wird mir das denn angezeigt? Bin übrigens auch bald soweit, dass ich mit. Also, ich habe mir vorgenommen, nach The Last of Us Part 2, wenn sonst nichts dazwischen kommt, mit Assassin's Creed Odyssey anzufangen. Deswegen ist ja auch so ein Spiel, wo du ja etliche Stunden drin hast, ne? Kann ich hier nicht irgendwo einen Knopf drücken oder sowas? Oh, ich muss das da rausziehen, ne? Passt das durch die Tür? Das safe mich durch die Tür. Über 200, glaube ich. Ja, siehst du. Ach, hier. Oh. Nee. Doch. Ist dann eine Art Rampe. Ich glaube, ich muss irgendwas mit der Rampe machen. Muss ich dann rechtzeitig hinrennen? Ich mir ein bisschen. Ist der Luft gegriffen? Renn, 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 renn. Wieso hast du es losgelassen? What the fuck? Liebe ist für die Atmosphäre und das Gameplay, aber von der Story solltest du nicht zu viel erwarten. Außerdem nervt der Grind für Ressourcen tierisch in der Zeit. Mich zumindest. Aber immer noch um Längen besser als Valhalla. Ich weiß, Valhalla, das hat dich ja echt auch Nerven gekostet, ne? Das hat Dominik auch gespielt.
Der war auch irgendwann super frustriert davon. Was ist das? Das passt. Jetzt rein. Great. That's pretty smart, Ellie. Danke, Ellie. Okay. Checkpoint freigeschaltet. Origins und Odyssey sind echt aber ein Vibe, zu dem ich immer wieder gerne für eine Zeit zurückkehre. Das glaube ich, einfach in diese Spielwelt einzutauchen, ne? Absolut fair. Was ist das? East Entrance. Ist das hier jetzt schon das Krankenhaus? Ne, da hinten ist das Krankenhaus. Das mit dem roten Cross. Journal Entry. Übrigens gibt es ein neues Gameplay Showcase. Das haben wir schon gesehen. Die Ubisoft Forward, da haben wir live zugeguckt vorhin. Sah cool aus. Aber egal, da reden wir drüber, wenn wir uns sehen hören. Genießt lieber The Last of Us. Mach ich schon, keine Sorge. Ne, wie gesagt, Dominik und ich haben uns das vorhin live angesehen. Watch for Big Red Sign, yes. Und ich fand's cool. Grafiktechnisch sieht das sehr viel besser aus als, wo es ja eigentlich, glaube ich, in derselben Engine gemacht ist, in der Ubisoft hauseigenen Engine wie das Avatar-Spiel, was meiner Meinung nach sehr seltsam aussah. Weiß ich nicht, ich mochte das vom Look her nicht ganz so gerne. Aber welches richtig gut aussah, fand ich, war das neue Star Wars Spiel, das sie gezeigt haben. Holy shit. Das sah richtig gut aus. Da bin ich jetzt übel hyped für. Das gucke ich mir jetzt an. Yes, mach das dringend. Also die haben wirklich einen relativ langen Gameplay Trailer gezeigt. Und der ist ziemlich cool. Mich nie jetzt. Oh. Die Rush sah super aus, bis auf das Kämpfen. Das war irgendwie nicht drin. Stimmt. Aber die Hoffnung in Mirage liegt ja sowieso eher in Stealth und Assassination Gameplay als in allem anderen. Das sah gut aus, fand ich. Ich mag auch die Open World sehr gerne. Dieses Bagdad mit dem vielen Grün. Fällt mir außerordentlich gut. True. Ellie hat gerade ihre Waffe rausgenommen. Das ist nie ein gutes Zeichen. Muss ich irgendwas drücken, um einzuscopen eigentlich? Ich bin sehr gespannt. Endlich bekommt der Nahe Osten mal die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Auf jeden Fall. Es sah ja nicht immer alles so von Kriegen zerstört aus. Wie heute. Oh, shit. Hören tue ich aber nix. Oh, scheiße. Wo bin ich denn jetzt hier wieder gelandet? Uff, stinks in here. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das muss echt ein goldenes Zeitalter gewesen sein, über das ich mir gerne mehr lernen würde. Auf jeden Fall.
Obwohl es ja in Mirage auch viel um so Korruption und so weiter geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Grund gewesen sein muss für den Zerfall. Ammo, Fucking Ammo. wolf. Serves you right. Da hasse ich Basim aus Valhalla, einfach als Charakter. Gut, da gehe ich ja unvoreingenommener rein, ne? Da ich das ja nicht gespielt habe, ist es für mich quasi ein unbeschriebenes Blatt. What the fuck? Oh nein. Komm, schüttel. Sei froh. Was war das für ein Vieh? Das ist great. Oh, da oben ist es rein. Höre auch was, aber Ellie hört nichts. Bevor ich da reingehe, würde ich gerne hier noch ein bisschen weiter erforschen. Holy shit, wie dramatisch die Musik plötzlich wird. Oh, good. Jesus. Rhythm. It really got you. Okay. Molly, 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 Molly. Stalkers. Oh, Stalkers. Fuck. What? Need to find a way out here. Jesus Chrysler kann dich nicht retten. Ja. I guess. Was können Stalkers nochmal? Tutorials. Ist hier nicht Enemy Types? Nee. Schade. Guess I'm about to find out. Stalken. Shit. How do I get outside? Ich meine, verfolgen die mich und greifen mich dann aus dem Nichts an? Weil das wäre ganz schön asshole. Warum sind die so creepy? Holy shit. Ah, ich seh dich. Bitte alle so angerannt. Ich hab eine Shotgun. Das ist gut für mich. Das alle? Nee. Oh, ich höre die Stalker nicht. Gemein. Aber ich bin richtig froh, dass ich gute Kopfhörer auf habe. Weil stell dir vor, das. Irgendwo da drin. Das Game irgendwie auf dem Fernseher zu spielen oder so, ist muss sagen.
Kann schwierig sein. Chidon. Kann nicht so weit gucken, leider. Oh, da. Right? Hat jemanden gesehen? Holy shit. Da. Seh ich da. Komm, schreck deinen Kopf raus. Der guckt direkt weg, wenn ich hier auf ihn ziele. Da drin. Holy moly. Ich heil mich erstmal. Da steht doch einer. Da steht keiner. Oh, die sind übel schlimm. Oh, die sind richtig schlimm. Ich brauche mehr Flaschen. Da. Noch zwei Shotgun-Schüsse. Kommt her, wenn ihr euch traut. Ich sehe euch. Oh! Ich kann mich unbemerkt von denen wegschleichen und dann einen besseren Angle finden. Oh, er hat mich gesehen. Hi. Oh Gott. Bitte lass es alle gewesen sein. Oh, das waren noch nicht alle. Ich habe aber keinen mehr. Oh, die sind, meine ganzen Hände sind voll geschwitzt. Holy shit. Holy Macaroni. So, wo können die denn hinten? Ist keiner mehr. Hier ist super viel Kram, den ich nicht brauche. Ich muss mal mehr mit den Stun Grenades arbeiten. Davon habe ich nämlich jede Menge und ich finde immer und immer wieder irgendwie explosiven Kram. Ah, hier muss ich sogar lang, okay.
ich hier schon? Eigentlich nicht. Ah, okay. Doch, das loopt. Ich war hier schon. Ich bin nur links lang und nicht rechts. Nicht voll, aber ich kann kurz was craften und dann nicht mehr voll. Die Stalker sind fast die schlimmsten. Also ich würde sagen, die Klicker sind immer noch schlimmer, aber... Hier ist ein... Was? Ein absoluter Hasslevel. Ja, verstehe ich. Oh, Banga. Hier komme ich nur runter. Schade. Okay. Ach so, ich muss doch da rein. Okay. Head down to the street.